Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe mein Aufgebraucht-Video heute hier. Ja, es ist allerhand leer geworden und das möchte ich euch gerne in diesem Video zeigen. Es ist halt mein Format, wo ich immer meine leer gewordenen Produkte... Wieso ist die Kamera so schief? Das ist ja auch super, ne? Irgendwie hat die sich verselbstständigt. Ja, so ist glaube ich besser. Also mein monatliches Format, wo ich quasi meine Produkte über den Monat sammle und euch dann am Ende des Monats zeige, was in dem Monat leer geworden ist. Und ich finde, da bekommt man einfach immer eine ganz gute Meinung, eine gute Review. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es sind natürlich auch allerhand Produkte von meinen Kooperationspartnern mit dabei, weil ich die Produkte ja nicht nur in normalem Zustand, also im vollen neuen Zustand in die Kamera halte, sondern ich verwende sie halt auch einfach. Genau, deswegen wird euch das ein oder andere über die Füße laufen. Um euch das Ganze zu versüßen, verlose ich aber in diesem Video einfach mal ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. So, ich starte aber zuallererst mit einem Produkt, was jetzt in meinem Project Pen leer geworden ist. Bei meinem Zweitkanal, Claudis bunte Welt, bekommt ihr da auch immer die Updates zu. Da habe ich mich mit Meloflori und Katrin und mehreren Mädels zusammengetan und ja, da hatte ich die Dream Satin Liquid von Maybelline drin. Da hat sich jetzt hier noch ein bisschen was abgesetzt. Also es ist noch ein bisschen drin, aber ich kriege einfach nichts mehr raus und die ist jetzt für mich einfach leer. Dementsprechend ist sie jetzt auch einfach hier drin gelandet und ja, also die ist richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Ich glaube, die Radiant Liquid gibt es noch. Die müsste ich aber auch da haben. Ich mochte die Satin Liquid richtig, richtig gerne. Die war mir einen Tick zu dunkel, obwohl ich die, ich glaube, hellste Nuance oder so hatte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mochte ich die extrem gerne. Ich stelle die auch zur Seite, weil ich werde die natürlich dann bei meinem Project Pen auch nochmal kurz zeigen. Dann habe ich ein Deo leer gemacht von Fahr, das Ice Jump 48 Stunden. Das hat echt gut geschützt, muss ich wirklich sagen. Das mochte ich sehr gerne leiden, kann ich auch empfehlen. Winter Splashes, Also es hatte wirklich etwas sehr... ja, wie soll ich das sagen, sehr frisches tatsächlich, auch leicht aquatisches. Ich mochte den Duft, aber er war nicht so super aufdringlich. Ich konnte das halt auch super mit generellen Parfums und so kombinieren, ne? So, dann kommen wir mal zu dem ersten Kooperationspartnerprodukt. Ich habe nämlich noch bis heute meinen Code BeautyClaudi mit 20% Rabatt bei Dalton, ne? Also schaut da super gerne vorbei. Ich habe euch so viele Videos auch schon gedreht, wo ihr auch einfach, wenn ihr Claudis Welt Dalton eingibt, so coole Produkte findet. Wahnsinn. Zum Beispiel auch das hier. Das ist das Vitamin C Serum. Das ist ein so geniales Produkt, was ich euch einfach ans Herz legen möchte. Ihr fragt mich immer, wie ich das halt hinkriege, dass meine Haut so gut aussieht, so gesund aussieht. Ich lege halt einfach Wert darauf, dass ich nicht alles wild durcheinander verwende, sondern auch mich entsprechend beraten lasse von meinen Kooperationspartnern oder auch mich im Internet tatsächlich belese und dann einfach auch herausfinde, wenn ich ein bestimmtes Hautbedürfnis habe, was ich dann machen müsste, ne? Und das Vitamin C Serum von Dalton ist halt wirklich so genial. Das habe ich morgens in Anwendung gehabt und das gibt richtig Strahlkraft ins Gesicht. Vitamin C ist einfach generell jetzt im Sommer eine super, super Geschichte. Das ist auch so ein bisschen aufhellend gegen Pigmentstörungen und so weiter, ne? Aber es gibt halt einfach der Haut das, was sie braucht, wenn sie fahl ist. Und das ist halt bei mir manchmal so. Und deswegen möchte ich euch das wirklich von Herzen empfehlen. Das ist eins der High Concentrates und mega Empfehlung. Auf jeden Fall ist definitiv mein Code BeautyClaudi darauf gültig, wenn ihr euch das mal anschauen möchtet. Ne? Die haben auch noch super viele andere, aber das ist halt eins meiner liebsten High Concentrates. Und ja, ich habe hier irgendwie ein Haar. Es ist halt immer dieses, ja, das ist Sammys Haar. Das ist nicht mein Haar gewesen. genau, sehr, sehr cool, sehr, sehr empfehlenswert. Dann habe ich hier etwas tatsächlich getrunken. Das ist dieses Chi. Das habe ich von meiner ehemaligen Kollegin Julia bekommen. Ihr müsstet auch noch aktuell in der Infobox die Infos dazu finden, dass ihr quasi im August auch auf diverse Sachen sparen könnt, Neukundenrabatte und so weiter abgrasen könnt. Ne? Ja, die hat nämlich bei Ringana angefangen und hat mir so ein Paket zukommen lassen. Und da habe ich allerhand draus verwendet. Hier zum Beispiel das Chi, das hat sich hier noch ein bisschen abgesetzt. Das habe ich sogar zweimal. Habe ich morgens verwendet. Also der Geschmack ist wirklich gewöhnungsbedürftig, aber ich bin ja zum Beispiel auch relativ gewöhnt an diese Ingwer-Shots zum Beispiel oder halt auch an goldene Milch. Ne? Und hier hast du, glaube ich, relativ viel Kurkuma und sowas drin. Es hat schon einen Wachmacher-Kick gegeben und hat definitiv auch meinen, ich sag mal, zweiten Kaffee ersetzt. Also ich habe morgens schon noch meinen Kaffee getrunken, weil der Geschmack ist schon intensiv. Ne? Genau, Glas kommt zur Seite, weil das natürlich auch in den Glasmüll kommt. Dann habe ich hier auch von Ringana noch den Toner verwendet. Tonic Calm, Fresh Tonic Calm ist das. Das war in diesem trockene Haut
Set mit dabei. Ne? Also relativ große Proben. Das hier waren jetzt 15 Milliliter. Ich habe es halt morgens und abends verwendet. Ein wirklich angenehmer Toner, der meine Haut auch wirklich beruhigt hat. Also sei es, dass ich vorher zum Beispiel auch ein Enzympeeling gemacht habe oder dass ich ganz draußen war und dementsprechend halt meine Haut auch der Sonne ausgesetzt war. Der Toner hat auf jeden Fall nach der Hautreinigung die Haut beruhigt und das mochte ich sehr gerne leiden. Kann ich euch empfehlen, euch das mal anzuschauen. Ich habe mich jetzt mit den Inhaltsstoffen nicht so mega intensiv beschäftigt, aber Julia sagte, dass sie recht gut sind. Und Ringana ist ja auch frische Kosmetik, da wird halt wirklich drauf geachtet, dass da auch kein Tüdelü-Tralafitti drin ist. Ne? Dann habe ich heute Morgen erst noch diese Maske gemacht von Dermazelle, hydralisierende Rosenmaske. Die habe ich mal von Marion bekommen und die fand ich richtig gut. Die beruhigt und pflegt tatsächlich genau das, was sie soll. Und sie hat halt irgendwie so ein... so eine Babyhaut hinterlassen. Das sah richtig gut aus. Es war jetzt nicht irgendwie mit krasser Strahlkraft oder so, also dass da irgendwie Glow oder sowas drin gewesen wäre, sondern ich habe halt einfach eine genährte Haut gehabt, nachdem ich die verwendet habe. Das ist eine Crememaske gewesen. Ne? Sowas verwende ich ja gerne beim Zähneputzen. Von Balea habe ich gestern Abend diese Maske gemacht. Das ist die Tuchmaske Juicy Melon. Die habe ich aus dem Trash-Paket rausgenommen. Das Vlies ist etwas sperrig tatsächlich, aber die Maske an sich fand ich sehr pflegend, sehr beruhigend, sehr nass, sehr, sehr angenehm, sehr, sehr empfehlenswert. Also Balea hat nicht immer geile Limited Editions, aber die mochte ich sehr gerne. So, das hier piekst mir die ganze Zeit im Gesicht hier rum. Von Dalton meine liebste Maske, die findet ihr auch tatsächlich immer in der Claudie Bag. Die bekommt ihr auch nur noch bis Ende diesen Monats. Danach gibt es die leider nicht mehr. Schaut gerne vorbei oder stellt euch eure ganz individuelle Tasche, sage ich mal so, zusammen. Ne? Ja, meine allerliebste Maske ist das tatsächlich, weil du kannst die bis zu dreimal verwenden, du kannst die Augenpatches, die da dran sind, abschneiden und morgens dann einfach drauf machen. Ne? Also ich finde die wirklich, wirklich empfehlenswert und definitiv ihr Geld wert. Und ich habe mir auch erlaubt, der ein oder anderen, die mal ein Paket gewonnen hat oder bei meinen Mitgliedern, ne, Kanalmitgliedern, dass ich so eine Maske auch mal mit reingepackt habe und ich habe nur positives Feedback bekommen, weil die wirklich, wirklich gut ist. Ne? Also das muss man der Maske wirklich lassen, die hat es einfach drauf. Dann habe ich hier ein Beispiel leer gemacht von Kuschelweich. Der war vom Duft her genial, wenn ich den halt so reingemacht habe. Aber die Wäsche hat halt nicht so wirklich danach gerochen. Also das war jetzt eher unnötig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Beispiele generell ist ja immer so eine Sache. Nicht jeder ist ja Fan davon und so, aber ich mag es halt irgendwie einfach. Ich verwende es natürlich nicht für Babykleidung oder so, aber halt für unsere Kleidung. Dann habe ich hier auch einen Badreiniger leer gekriegt. Bathroom Cleaner, das ist der aus dem Action, wo ja eigentlich alle von schwärmen. Ich muss da aber leider widersprechen. Wir fanden den jetzt nicht so gut. Also da mag ich persönlich auch lieber den Meister Propper mit Febreze ist das, glaube ich, zum Beispiel. Oder Meister Propper generell. Der ist schon besser tatsächlich, ne? Aber ja, der ist für mal eben kurz und für oberflächlich ist es okay, aber er ist halt nicht so richtig genial, wie ich den bräuchte. Ich weiß nicht, ob es bei uns dreckiger ist als woanders. Das hier hatten wir mal in der Trend Raider Box drin. Haarliebe, Kopfhautserum, Starkmacher. Ich habe hier überall Haare, es tut mir so leid. Genau, das hat Domino Kati nämlich irgendwie in Kooperation mit, oder ist es ihre Marke? Ja, die Marke ist das von ihr, ne? Genau. Fand ich jetzt nicht so gut. Da bin ich eher ein Fan davon, wenn ich halt meine Kopfhaut, wie soll ich das sagen? Ich habe ja Kopfhautpickel manchmal, ne? So im Nacken oder so. Und ich habe halt auch manchmal solche Pickel im Dekolleté oder im Nacken oder halt so rückenmäßig. Aber da kann ich jetzt im Sommer schlecht mit BHA oder sowas arbeiten, weil die Stellen dann natürlich der Sonne sehr ausgesetzt sind. Also da verzichte ich eher auf Säure und dann greife ich zum Beispiel zum Anti-Pickel Booster von Beauty Mates. Ne, den finde ich dann einfach viel, viel besser. Und ich hatte gehofft, dass ich mit diesem Kopfhautserum halt meine Kopfhaut beruhigen kann und solchen Pickelchen halt vorbeugen könnte. Hat leider nicht funktioniert. Also nee, da würde ich jetzt nicht so empfehlen, das nachzukaufen. Also jedenfalls nicht für den Zweck. Ne? Dann habe ich diese Maske gemacht, die könnt ihr bei Cosmetic for Less kaufen. Da könnt ihr auch auf vieles mit Claudi 15% sparen. Das ist ein Code nur für euch. Also wenn ihr quasi über meinen Link bestellen würdet, der immer in der Infobox steht, würde ich Provision bekommen. Wenn ihr aber einfach nur so sparen möchtet, dann könnt ihr immer Claudi 15 eingeben, kriegt 15% auf alles außer Essence und Catrice, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall ist das die Power Shake Mask Nourishing. Hier hatte ich leider überlesen, dass hier drauf stand, dass da halt auch so kleine Partikelchen drin sind, und zwar Aprikosenkerne, genau. Also ich fand die gut, ne? Aber ich mag halt nicht so gerne mechanische Peelings im Gesicht, da bin ich ja eher jetzt im Sommer bei Enzympeelings und deswegen. Also gut fand ich die auf jeden Fall, die hat meiner Haut gut gefallen. Danach habe ich dann natürlich kein Vitamin C Serum verwendet, weil das dann zu viel für meine sensible Haut wäre. Von Balea habe ich auch diese Augenpatches ausprobiert. Beauty Hyaluron Augengel Pads, da wurde mir nämlich gesagt, Mensch, das könnte doch ein 1A Dupe zu denen von Dalton sein.
Theoretisch irgendwie schon, aber nur weil die Optik ähnlich ist, sind die Inhaltsstoffe nicht gleich. Also ich hatte die auch mal verglichen miteinander und ich hatte auch auf irgendeinen Kommentar mal geantwortet, die halt auch mal nachgefragt hatte und so. Aber ich weiß gar nicht. Das war bei dem Reinigungsschaum, genau. Und da habe ich aber irgendwie von ihr gar keine Antwort mehr bekommen. Es war ein bisschen schade, weil ich mich echt ziemlich lange damit beschäftigt habe. Egal. Auf jeden Fall sind hier definitiv andere Inhaltsstoffe drin als bei Dalton. Also bei Dalton sind hochwertigere Inhaltsstoffe drin als bei denen von Balea. Es ist aber so, dass du mit diesen Augenpatches natürlich auch einen schönen Kühlungseffekt bekommst. Du bekommst auch eine leichte Glättung und eine Hydralisierung. Also du kriegst die Glättung durch die Hydralisierung. Bei den Augenpatches von Dalton ist das Ganze aber tatsächlich, und das spreche ich halt aus meiner persönlichen Erfahrung, ne, langfristiger. Also wenn, die hier müsste ich dann theoretisch täglich anwenden, während ich die von Dalton vielleicht zweimal pro Woche verwende und habe dann quasi den Effekt ähnlich, ne, beieinander. So würde ich das jetzt einfach mal als Vergleich nennen. Von der Optik her, wenn man die rausnimmt, sind die sehr, sehr ähnlich, wobei die von Balea ein bisschen kleiner sind. Dann habe ich hier von Isana die Tuchmaske Durstlöscher für die Haut mit Hyaluron, Zitronenmelisse und Minzeextrakt. Hier fand ich das sehr, sehr angenehm tatsächlich, dass der Minzeduft nicht so durchkam. Das war nass, dünn, kühlt, pflegt, Minze kaum wahrnehmbar, was ich halt wie gesagt positiv fand. Die mochte ich sehr, sehr gerne leiden. Das war eine sehr empfehlenswerte Limited Edition. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Die Nabla Vicious Mascara habe ich leer gemacht. Da ist ein bisschen Kram dran gekommen. Mega Empfehlung. Richtig, richtig, richtig großartige Mascara, die ich einfach euch derbe ans Herz legen möchte. Die macht so krasse Wimpern. Endgeil. Also top, top, top. Ganz weit oben stelle ich zur Seite für dekorative Kosmetik aufgebraucht. Und eine, die ich halt, als die von die Nabla Vicious immer leerer wurde, habe ich die dann irgendwann hiermit kombiniert. Misauda Big and Thick Lashes. Dadurch ging es halt nochmal richtig ab. Also da hatte ich auch wirklich Wimpern bis in meine Augenbrauen. Ne? Das, ja, ist jetzt heute auch der Fall. Da habe ich auch eine andere Mascara verwendet. Das ist die L'Oreal Telescopic, die goldene, die neue, ne? Genau, die hier auch richtig, richtig, richtig gut und beide in Kombi mega krass. Dann habe ich hier von Balea, ihr habt mich wirklich darum gebeten, mehr Produkte aus der Drogerie zu verwenden und ich habe mich auch versucht, daran zu halten. Und auf jeden Fall habe ich hier von Balea die Body Cream Summer Sunset mit Südseeduft und Monoir-Extrakt. Ich dachte erst, ganz schön klein das Ding, aber das hat ganz schön lange gehalten. Hat schön die Haut gepflegt, ist okay eingezogen, also wenn man halt wirklich diese Sommernächte hatte, wo es extrem heiß war, hat das schon so geklebt und hat ein bisschen gedauert, aber an und für sich war das echt eine empfehlenswerte Geschichte. Mochte ich sehr gerne, auch der Duft hat mir gefallen, die Konsistenz hat mir gefallen, sehr, sehr schön. Dann habe ich hier noch ein weiteres Dalton-Produkt, das habe ich halt für meine Haare verwendet, weil es ein Shampoo und hier theoretisch auch Duschgel wäre, aber ich habe es halt für die Kopfhaut genommen, für Shampoonieren, Mineral Care Med für trockene und irritierte Haut. Das ist eine neue Reihe bei Dalton. Da gibt es auch eine Gesichtscreme, von der meine Mama in Anwendung hat und die findet die richtig, richtig gut. Auch hier könnt ihr, wie gesagt, drauf sparen und das ist ein sehr empfehlenswertes Shampoo. Duftstofffrei, ne? Das ist wahrscheinlich auch für die ein oder andere sehr interessant zu wissen. Das heißt, du hast jetzt nicht einen mega Duft oder so, wenn du die Haare shampoonierst, aber es fühlt sich einfach super angenehm an. Ohne dieses Gefühl von, ich habe es extrem quietschend sauber, weil das wäre ja zum Beispiel auch nicht gut. Also das hat schon so eine pflegende Geschichte auch mit dabei. Also ich kann es wirklich für die empfehlen, die eine irritierte Kopfhaut haben. Wenn du, ganz blöd gesagt, zum Beispiel Sonnenbrand auf dem Kopf hast, das hatte ich jetzt ja dieses Jahr auch schon einmal, ist das Gold wert. Kann ich nicht anders sagen, ne? So, dann hatte Julius was leer gemacht, beziehungsweise wir an ihm. Baby Dream Extra Sensitive Dusche und Shampoo. Das war schon ganz schön, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das war eine ganz, ganz angenehme Sache für ihn, hat schön geschäumt, aber auch nicht zu viel, hat nicht in den Augen gebrannt, also für ihn war das echt klasse. Gibt es im Rossmann. Dann habe ich dieses hier leer gemacht, das waren Anti-Pickle-Patches von bei Beauty Bay, glaube ich. Ich glaube, das gab es in meiner Box mit dazu. Fand ich sehr gut, also ich habe mir die dann halt so nachts drüber gemacht, ne, dass ich dann, also hier unten, da hatte ich halt echt, also Hallöchen, Popöchen was am Start, ne. Und die haben sehr gut geholfen. Also ich habe mir dann den Anti-Pickle-Booster von Beautymates draufgegeben und dann quasi den Anti-Pickle-Patch, nachdem das Ganze so ein bisschen angetrocknet war, drüber gegeben. Und es hat wirklich geholfen. Also die Haut hat sich sehr schnell wieder regeneriert. Dann habe ich hier noch Augenpatches leer gemacht von Essence. Die waren so in der Herzchenform sehr, sehr süß. Also solltet ihr die mal in die Hand bekommen, verwendet sie auf jeden Fall. Die rutschen zwar etwas, aber es ist okay und die Pflege ist gut. Also definitiv kann man die machen. Ich fand die ganz schön. Dann hat mein
Freund was leer gemacht, beziehungsweise es war leer und ich habe es von seinem Tisch gemopst, weil er lässt irgendwie seine leeren Produkte überall stehen. Ich habe keine Ahnung, warum er die nicht einfach wegschmeißt oder in meine Aufgebrauchkiste. Naja, ich habe es mir auf jeden Fall ergaunert. Es Oliver Outstanding Man, das hat sehr gut gerochen und hat auch ganz gut geschützt. Also das war ein richtig, richtig cooles Deo. Fand ich gut, würde ich mir wünschen, dass er sowas in der Art sich gerne nochmal nachkauft, weil... toller Duft. Dann hat hier Julius auch noch so ein kleines Bübchen Shampoo und Duschgel. Das hatten wir, glaube ich, Sportsfreunde, das hatten wir, glaube ich, in so einer Baby, Hallo Baby, was auch immer Box, ne? Und ja, das war auch ganz gut. Mochten wir auch ganz gerne verwenden bei ihm und war gut. War einfach gut. Dann habe ich hier Augenpatches, die waren in der Rossmann schön für mich Box drin von Alterra. Hydrogel-Augenpads mit Bio-Aloe Vera und Bio-Glycerin. Die riechen sehr, sehr stark, pflegen okay, sind von der Größe und Haptik sowie Dalton nur kleiner, also im Prinzip vergleichbar mit denen von Balea. Aber hier ist halt wirklich der Duft etwas, was mich sehr gestört hat, auch wenn die, glaube ich, parfümstofffrei sind. Aber es war halt sehr extrem Naturkosmetik-duftmäßig, ne? Das fand ich nicht so angenehm, obwohl die Augen gar nicht so nah an der Nase sind. So, dann habe ich hier noch ein Fraggel und zwar von Yepoda, The Recovery Moment. Das ist eine beruhigende Maske mit Niacinamiden, Panthenol und Calendula-Komplex, also oder Calendula, also Ringelblume. Auch eine sehr empfehlenswerte Maske mit sehr, sehr viel Serum. Habe ich aktuell noch einen Code von Yepoda? Dann blende ich euch den mal ein, ne? Ist auf jeden... ja, habe ich. Habe ich tatsächlich. Müsste ich haben. Ich überlege gerade... ja, müsste ich haben. Dann blende ich euch den mal ein. Da müsstet ihr nämlich sogar einen Mist Have ab 69 Euro Bestellwert mit dazu kriegen. Schaut da gerne mal vorbei. Genau, eine sehr empfehlenswerte Maske, die ich sehr angenehm fand und halt gerne, wenn ich mega Feuchtigkeit gebraucht habe, verwendet habe. Sehr dünnes, angenehmes Vlies. Dann habe ich ja auch von Dalton eine Maske, die tatsächlich, das lege ich aber hier rüber, andere Mülltrennung hier, die Pink Splash Moisturizing Mask, das ist eine relativ neue Maske von Dalton, die Feuchtigkeit spendet. Die hat halt nicht so wie die Hydrolift Maske den Lifting-Effekt mit dabei und du hast hier ein bisschen weniger Serum drin, aber auf jeden Fall auch eine schöne Sache und es sieht einfach witzig aus, muss ich gestehen. Eine sehr schöne Gesichtsmaske, muss ich sagen, eine schöne Tuchmaske oder Hydrogelmaske, die halt wirklich auch Feuchtigkeit spendet. Und solche Masken, wirklich, packt euch die in den Kühlschrank. Ich kann es nur nicht oft genug sagen, ne? Dann habe ich von Freiöl hier ein Öl leer gemacht, das Figuröl, Shapingöl. Das ist mir auch irgendwann so ein bisschen ausgelaufen. Das mag ich gerne von Knie bis Hüfte verwenden. Ja, genau. Hilft einfach, ne? Dass ich halt so ein bisschen meine Oberschenkel pflege, sowohl gegen Zellulite als auch gegen damalige Schwangerschaftsstreifen, obwohl ich nicht schwanger war, diese Wachstumsgeschichten, ne, habe ich ja diese Tigerstreifen und dadurch kann man die Haut halt einfach ein bisschen pflegen und wenn die Haut gepflegt ist, dann ist das Ganze nicht so scharfkantig gerissen mehr, in Anführungsstrichen, ne, das ist dann weicher vom Übergang her und diese lila Sache, die verblasst ja eh irgendwann, also dass die Haut an den Stellen, wo sie gerissen ist, sich dann auch ein bisschen wieder regeneriert, aber mit sowas unterstützt man das natürlich von außen ein bisschen, von innen kann man auch unterstützen, indem man zum Beispiel ordentlich Wasser trinkt und halt auch Sport macht, ne? Also Muskelgewebe aufbauen und ja, halt der Haut Feuchtigkeit geben, damit sie praller wird. Ja, dann habe ich hier noch eine Haarmaske aufgebraucht. Das war echt ein Goldschatz im wahrsten Sinne des Wortes, denn die war richtig Gold. Das war echt witzig. Von L'Oreal Serie Expert, Gold Quinoa und Protein Absolute Repair. Die hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe dazu zwar nichts aufgeschrieben, aber ich weiß noch, wie sie in der Anwendung war und das fand ich sehr angenehm. Gebe ich mir immer von Ohrläppchen bis Spitze rein. Ein richtig toller Duft. Ach, hier sieht man sogar noch ein bisschen was drin. Ein bisschen was ist noch drin. Das schimmert auch so schön, ne? Ja, und das hast du dann auch für Haare. Ich fand's cool, muss ich sagen. Doch, war in einem Adventskalender mal mit dabei. Dann habe ich hier eine Retinol-Tuchmaske von Schäbens. Ich weiß, Retinol ist jetzt eigentlich nicht so die Zeit für, aber ich weiß ja immer ganz genau und ich plane ja auch so meine Skincare-Geschichte immer so durch, sodass ich weiß, wann ist ein Tag, dass ich mal richtig nach draußen gehe, wann gehe ich in den Garten und ich weiß auch, dass ich immer ordentlich Lichtschutzfaktor trage. Deswegen ist es so, dass ich Retinol schon jetzt im Sommer auch verwende. Bei Säuren passe ich auf, verwende sie ab und an mal, ne? Auf jeden Fall fand ich die großartig. Also holt euch die definitiv, wenn ihr Retinol-Fans seid, so wie ich. Ich vertrage nicht jede Art von Retinol, aber die von Dalton und die hier von Schäbens definitiv. Sehr angenehm. Die von Beauty Mates auch. Die haben auch einen wundervollen Retinol-Booster. Ich fand die krass gut. Bügeleisen und Weichzeichner habe ich mir hier drauf geschrieben. Eine sehr, sehr große Empfehlung.
Ja, hier nochmal von Dalton die Hydrolift Express Maske. Die ist jetzt hier im neuen Verpackungsdesign. Die kommt halt ohne diese schwarze Umverpackung und dann halt ein bisschen verpackungsmüllsparender daher. Ebenso habe ich hier nochmal die Balea Augenpads aufgebraucht. Dann habe ich hier von The Ritual of Karma eine 48 Stunden Hydrating Body Cream. Die mochte ich auch ganz gerne leiden. Die war relativ reichhaltig, aber das mag ich ja ganz gerne. Und den Duft mochte ich halt auch richtig gerne leiden. Ne? Dann habe ich hier noch ein Haarprodukt, das fand ich furchtbar. Das hat meine Haare eher strähnig und fettig gemacht. Also das war echt nicht cool. Von Revlon das Unique One All-in-One Hair Treatment. Ich glaube, das ist auch ein relativ gehyptes Produkt. Auch das ist durch einen Adventskalender halt zu mir gekommen. Finde ich jetzt nicht so großartig, muss ich sagen. Nee. Dann habe ich hier diesen Mask-on-Stick rausgeschmissen, weil ich kann nicht mehr. Von La Rosée, das ist der Mask-on-Stick Regenerant. Du hast hier 75 Milliliter drin und es dauert Ewigkeiten, bis du den leer kriegst. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich glaube, 12 Monate. Genau, darfst du den offen lassen. Und ich habe den halt verwendet, als ich schwanger geworden bin, also das weiß ich noch und das ist echt schon fast anderthalb Jahre her, ne? Über anderthalb Jahre, der Wahnsinn. Krass. Ja, definitiv muss der jetzt einfach mal rausgehen. Man sollte da halt einfach auch, ne? Jede Woche habe ich den verwendet, aber da ist halt, also wenn ich den jetzt komplett runterdrehe, sieht man, dass ich da halt echt nicht super viel von aufgebraucht habe, aber ich schaff's nicht weiter. Den musst du ja fast schon täglich anwenden. Und das soll man ja eigentlich nicht, ne? Also von daher sehr schwierig, so ein Produkt in so einer großen Größe rauszubringen, wenn man es eh nicht aufgebraucht bekommt. Eine Zahnpasta habe ich hier von Elmex. Das ist ja so ziemlich meine Lieblingszahnpasta. Die finde ich großartig. Die macht schön weiße Zähne und pflegt mein Zahnfleisch und so. Wie heißt die? Repair and Prevent, genau. Sehr empfehlenswert. Dann habe ich hier von Emmy mal bekommen einen kleinen Duschschaum. Das war in so einer Kollektion mit drin. Tasty Donut von Bilou. Den mochte ich einfach gerne. Der gibt einen schönen Duschschaum. Damit hast du richtig Freude unter der Dusche. Und das riecht halt auch ganz angenehm, schön süß. Mochte ich gerne und macht halt sauber. Ne? Von Isana habe ich hier auch noch die Tuchmaske Salt Water Wipes mit Hyaluron und Tupen Meersalz. Die fand ich auch echt gut. Also eine Limited Edition, die man sich definitiv anschauen könnte. Die müsste aktuell sogar noch stehen. Genauso ist es halt auch mit der Hyaluron- und Algenextrakt-Sache. Dünnlass und pflegend waren die halt, ne? Sehr empfehlenswert. Kann man auf jeden Fall sich mal anschauen, wenn man Feuchtigkeit haben möchte. Die von Dalton hier habe ich auch aufgebraucht. Ich hatte ja meine Erdbeerwoche und dann habe ich mir gedacht, komm, wir sind mal zum Hulk. Und das ist die Dalton Face Care Clear Skin. Jetzt habe ich hier drauf gespuckt, schön. Anti-Pickeltuchmaske. Die ist entzündungshemmend und hautberuhigend und tut auch einfach gut. Also gerade wenn man halt so, ja, in der Erdbeerwoche ist, ne, und die Haut dann einfach ausrasten möchte, kann man damit einfach so ein bisschen entgegensteuern. Ja, ein Produkt, was ich halt wirklich immer wieder brauche, wegen meiner Haare, wegen Sammy, wegen allem, ist von Superfin das Drain Gel Active, also quasi Rohrreiniger. Den finden wir gut, den mögen wir gerne leiden. Der macht ordentlich die Rohre frei und so soll das auch sein. Ne? Auch sowas gehört hier mit rein. Dann habe ich hier noch ein Produkt von Schatzi gemobst und zwar von Axe. Yo, Wild Mojito and Cedarwood. Das hat gut gerochen. 48 Stunden nonstop fresh und hat auch gut geschützt. Ne? Also mein Freund ist einer, der sich halt, was ich gut finde, auch immer gut eindieselt mit sowas, wenn das gut riecht und das roch sehr, sehr angenehm. Dann habe ich hier die Fruity Melon Augengelpads von Schäbens. Rutschen, weil die leider zu dick und zu schwer sind und die pflegen nicht wirklich. Also das sind ja auch relativ neue. Die kann ich euch eher weniger empfehlen. Dann die von Yuti, die finde ich immer echt gut. iPad Mask mit Pink Grapefruit, Hyaluron und Vitamin C. Habe ich ja gesagt, Vitamin C und ich, wir sind einfach so. Das ist großartig. Sehr empfehlenswert. Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Die Bullrich Heilerde-Tuchmaske mit Pfingstrosenextrakt beruhigt die Haut sanft. Da hatte ich schon ein paar Mal von welche aufgebraucht, die ich nicht so gerne mochte. Aber die hier fand ich jetzt wirklich mal erstaunlich gut. Die war auch, glaube ich, in der schönen Für-mich-Box mit dabei. Dann hat Julius aufgebraucht. Veleda Baby Wundschutzcreme, Nappy Change Cream. Die kann ich einfach jungen Eltern für ihre Babys sehr empfehlen, weil das eine sehr, sehr angenehme Creme ist, die die Haut von den Kindern und Babys halt gut pflegt. Auch die Elternhaut wird gepflegt, wenn man sie braucht. Dann habe ich noch einen Geruchsentferner aufgebraucht von Dr. Beckmann. Hochwirksam für langanhaltende Frische. Verwenden wir halt super gerne, wenn wir so Sammy-Sachen waschen oder wenn wir Badmatten waschen oder so. Dann hast du halt nicht diesen, ich nenne es immer Käseduft. Ne? Und das hilft einfach, wenn man das einfach mit anwendet. Genau. Und ja, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Mache ich, glaube ich, in das Weichspülerfach, müsste das sein, ne? Ja. Oder in die Vorwäsche mache ich das immer, genau. Dann habe ich hier von John Frieda Deep Sea Hydration. Ich
mache es hinten rein. Ja, es hilft jetzt auch nicht so viel, ne? Deep Sea Hydration, das Feuchtigkeitsshampoo, das schäumt leider schlecht und verteilt sich auch leider schlecht. Also das würde ich jetzt auch nicht so empfehlen. Ich hatte da sehr viel Hoffnung drauf gesetzt, muss ich sagen, weil ich eigentlich ein großer Fan von John Frieda bin. Habe ich damals auch in meiner Jugendzeit relativ viel verwendet und mochte ich auch ganz gerne. Aber das hat nicht so gut funktioniert. Ja, eine Mega-Augencreme. Das ist für mich eigentlich sogar die Augencreme schlechthin. Sorry, Dalton, aber es ist einfach so. Kiehl's Creamy Eye Treatment. Das ist diese Avocado-Augencreme. Ich bin 34 Jahre alt und meine untere Augenpartie ganz offensichtlich auch. Und dann kann man sowas einfach super verwenden. Das ist sehr, sehr, sehr reichhaltig. Ich habe bei vielen meiner Kolleginnen schon gehört, dass ihnen das zu reichhaltig ist. Für mich kann es fast nicht reichhaltig genug sein. Ich kann auch das verwenden und danach Concealer auftragen. Also ich habe halt wirklich eine trockene Haut, ne? Und das ist halt einfach großartig. Das war jetzt ein kleines Pöttchen. Wenn ihr das mal in die Hände bekommen solltet, Leute, durch Adventskalender oder wodurch auch immer, oder wenn ihr euch das im Sale mal kauft oder so, gönnt euch das hart. Ich lieb's. Dann habe ich hier eine Gesichtscreme aufgebraucht. Die habe ich, glaube ich, mal vom lieben Maxim bekommen. Von Drunk Elephant Proteini Polypeptid Cream. Ja, nö. Also das war halt einfach eine Gesichtscreme. Also da habe ich einfach durch meine Kooperationspartner tatsächlich bessere oder welche, die mir besser gefallen, die besser bei mir funktionieren. Und dann würde ich jetzt nicht in diese Creme investieren, um mir die dann zu holen. Also da habe ich jetzt andere, die mir besser gefallen. Ja, sowas verwende ich halt auch jede Woche, ne? Nagellackentferner acetonfrei von Isana. Das ist so ein Schwämmchen da drin. Steckst du deinen Finger rein, drehst den ein paar Mal um und machst da Bewegung und dann kriegst du deinen Nagellack halt super mit ab. Ja, ist eine große Empfehlung. Habt ihr mir mal empfohlen, habe ich nachgekauft, kann ich auch jedem empfehlen. Dann habe ich hier von Dalton Comfort Clean Soft Skin Effect Enzym Peelings. Da sind, ich glaube, acht Sachets drin. Die kannst du dir auf 2 bis 3 Anwendungen aufteilen. Das heißt, du hast da richtig lange was von. Und das sind wirklich... Ja, das ist ein Peeling, was sehr gut geeignet ist, wenn man schwanger ist zum Beispiel oder stillt. Dann darf man oder sollte man ja kein Gesichtspeeling im Sinne der Säure verwenden. Das ist sehr, 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 sehr gut für sensible Haut geeignet. Das ist auch eine super Sache als Einsteiger-Peeling, wenn man überhaupt in diese ganze Gesichtspeelings mal anders Welt einsteigen möchte, ne? Also schaut euch das definitiv mal an und ja, man kann sich bei Dalton auch die Probensets bestellen und da müsste auch sowas möglich sein, dass ihr euch das als Probe bestellt. Einfach mal vorbeischauen und euch das einfach mal genauer ansehen. Anfangs habe ich dem Ganzen nicht so getraut. Ich dachte, das macht jetzt nicht so viel. Das war halt, du hast keinen richtig krassen Soforteffekt, so wie das bei den Säurepeelings der Fall ist. Wenn du das aber über einen längerfristigen Zeitraum verwendest und 2-mal wöchentlich dein Enzympeeling machst, deine Hautstruktur verbessert sich enorm. Ich merke es einfach, ich sehe es einfach, ne? Und deswegen echt Herzensangelegenheit von meiner Seite. Ja, das ist jetzt witzig, Leute. The Body Shop hat mich angefragt. Wir haben jetzt eine Kooperation, ist das nicht krass? Aber die Adventskalender kommen auch bald. Also da könnt ihr natürlich auch durch die Adventskalender mega sparen. Ich habe mich mega gefreut, muss ich wirklich sagen. Das habe ich aber tatsächlich noch aus einem Adventskalender vom letzten Jahr aufgebraucht. Oder aus einer Box war das. Nee, aus einer Glossy Box mit The Body Shop LE. Edelweiß Serum Concentrate Sheet Mask. Das ist diese hier. Ich fand die gut, aber halt ein bisschen dick. Was habe ich denn hier hingeschrieben? Starr, genau. Also ich fand die halt durch das... Ja, ernsthaft, Leute. Manchmal ist es auch verrückt. Die war halt dadurch, dass sie ein bisschen zu dick war, einfach zu starr auf der Haut. Also die würde ich jetzt so nicht empfehlen, nicht nachkaufen. Genau, aber ich freue mich schon auf den Adventskalender tatsächlich. Den Adventskalender habt ihr ja schon gesehen. Da habe ich hier von Dermalogica die Neckfit Contour Serum Rollgeschichte drin. Die hatte ich mal in einer Beauty Bay Mystery Box mit drin gehabt. Ich muss mal auf die Uhr schauen. Ach, alles gut. Und den fand ich wirklich gut. Also den habe ich halt abends verwendet und dann halt auf Hals und Dekolleté aufgetragen. Das war ein Gel. Du hast hier unten diesen Roller dran gehabt, ne? Sehr, sehr cool. Und ja, also das, was ich aus der Kooperation auch mitgenommen habe, ist, dass ich super viele Produkte auch aktuell von denen in Anwendung habe. Dass ihr, wenn ihr euch zum Newsletter dort anmeldet, 10% Rabatt bekommt. Ich habe jetzt keinen eigenen Rabattcode bekommen, aber schaut auch gerne einfach mal beim Adventskalender-Unboxing vorbei. Da kann man sich einfach auch mal die Produkte anschauen, die drin sind. Und wenn dann die...
Marke interessiert, einfach mal vorbeischauen. Und durch den Adventskalender ist es halt immer so, du lernst dann einfach die Marke etwas besser kennen, finde ich immer. Ne? Dann habe ich hier noch ein Reinigungsprodukt, das ist Marcel's Green Soap, Feel Good Cleaning Kitchen Cleaner. Den fand ich gut, der hat gut geduftet, hat gut sauber gemacht, mochte ich sehr gerne leiden, das war einfach mal was anderes. Der hat tatsächlich auch so ein bisschen nach diesem Twister Hochschiebereis von damals gerochen. Ganz geil. Ja, und das als Reiniger, ist auch irgendwie weird, ne? Ja, yay, ich habe Slip-Einlagen aufgebraucht. Ich mag einfach die von Yessa gerne. Das sind die Classic jetzt gewesen. Kann ich empfehlen. Dann, ja, dieses Duftsäckchen habe ich mal zugeschickt bekommen. Das ist von Scentsy. Das mochte ich so gerne. Das war so ein genialer, angenehmer Duft. Winterberry Apple Tea letztes Jahr, also vor, ich glaube, ziemlich genau einem Jahr. Ganz leicht riecht man das noch raus. Also ich mochte den Duft sehr gerne. Mein Kleiderschrank hat danach geduftet und auch die Wäsche, die da dran war, die da drin war, ne? Das war schon cool. Das war richtig cool. Dann habe ich hier einen Lippenpflegestift, den habe ich auch mal in Kooperation bekommen. Von Plain B aufgebraucht. Pink Grapefruit ist das gewesen. Das ist so einer, da musst du halt deinen Finger reinstecken und den halt so hoch machen. Also ich persönlich bin halt eher ein Fan von klassischen Sticks, aber hiermit rettest du halt so ein bisschen mehr den Planeten, weil das halt sehr umweltschonend ist. Ne? Dann habe ich hier von Corris Probiotic Superdose Face Mask. Das ist so eine Joghurtmaske quasi gewesen. Hat auch wieder stark geduftet, sollte Feuchtigkeit spenden. Das hat sie auch wohl getan. Also ich habe die, wie gesagt, auch beim Zähneputzen verwendet. Ne? Mochte ich gerne. Dann habe ich hier noch ein bisschen was von Dalton. Da habe ich zweimal die Hydrogel Lifting Augenpads leer gemacht, aufgebraucht, wie auch immer. Die sind halt wirklich toll und ich mag sie super gerne. Mit Plankton, Rotalge, Hyaluronsäure und Panthenol. Also das ist glätten, das ist pflegen, das ist sehr, sehr angenehm. Das rutscht nicht, du kannst damit an der Decke über Kopf staubsaugen. Und ich mag einfach auch super gerne Dalton, weil Dalton ist Marinekosmetik. Und bekannterweise kommt das Leben an sich ja aus dem Meer. Also ganz krass evolutionstechnisch vor tausenden von Jahren und so weiter. Und deswegen sind Produkte, die halt so Meereskosmetik sind, Haut verwandte Inhaltsstoffe. Dementsprechend kennt unser Organismus so die Inhaltsstoffe und verträgt die halt auch sehr gut. Und deswegen ist es so, dass meine sehr sensible Haut sehr gut damit klarkommt. Ne? Deswegen habe ich auch nochmal natürlich die Hydroliftmaske aufgebraucht. Läuft. Dann habe ich hier ein Produkt für die Intimpflege aufgebraucht. Fema Viva mit Milchsäure, Hyaluron, Demanose und Cranberry. Die fand ich okay, aber ich muss sagen, dass die von mir zweckentfremdete Dalton-Geschichte mir noch ein kleines bisschen besser gefällt. Aber trotzdem war das eine schöne Sache. Ne? Die hatten wir in der Box mit dabei, habe ich verwendet, habe mich drüber gefreut. Würde ich jetzt so aber explizit tatsächlich nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich hier eine Feet Good, eine Fußcreme von O-O-Lution. Ja, die mochte ich auch ganz gerne. Die war schön für die Füße. Ich mache jeden Abend Fußcreme drauf. Ne? Das ist auch einfach eine schöne Pflege, die ich dann irgendwo auch brauche und wo ich finde, meine Füße beanspruche ich ja die ganze Zeit. Ich laufe damit durch die Gegend und keine Ahnung, vielleicht auch mal barfuß und so. Und dann tut man den einfach auch mal abends was Gutes. Dann habe ich hier eine Creme aufgebraucht von QMS. Das war letztes Jahr immer in den Adventskalendern ja so krass vertreten. Ne? Entschuldigung, ich habe euch ein bisschen geblendet, glaube ich. Antioxidant Day and Night Cream. Wann habe ich die verwendet? Morgens oder abends? Ich glaube, abends habe ich die verwendet. Das war jetzt so eine kleine Größe mit 15 Milliliter, aber sackenteuer. Nie im Leben würde ich das Geld dafür ausgeben. Nee. Also da würde ich euch definitiv eher zu den Cremes von zum Beispiel Dalton raten oder halt zu den von Beauty Mates, ne? Weil da habt ihr genauso viel von wie von der hier, muss ich wirklich sagen. Und krass. Also da finde ich krass. Dann habe ich hier einen Augenbrauenstift leer gemacht. Das ist von Catrice, der Ultra Slimmatic Precise in der Farbe 015 Ash Blond. Die gehen halt immer super schnell leer. Ne? Ist richtig krass. Ich glaube eine Woche, dann bin ich da durch, wenn ich jeden Tag meine Augenbrauen mache. Das ist der Wahnsinn. Finde ich schade, weil ich liebe die Farbe. Das ist halt meine perfekte Farbe. Aber gut, it is what it is. Aufgebraucht. Dann habe ich nochmal die Pink Splash Moisturizing Maske von Dalton verwendet. Läuft bei mir. Ja, gerade wenn es so heiß ist, mag ich das gerne. Dann gehe ich zum Kühlschrank abends nach dem Duschen, nehme mir eine Maske raus. Also erst Toner drauf, dann die Maske drauf und dann gönne ich mir das halt einfach. Ne? In der Zeit creme ich dann meinen Körper ein. Einfach empfehlenswert. Dann habe ich auch ein paar Ampullen leer gemacht. Hier hatte ich letztes Mal schon ein paar von drin gehabt von La Roche-Posay, die Hyalu B5 Ampulle. Das ist diese hier. War eine 7-Tage-Antifaltenkur und die fand ich auch ganz gut.
kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Wobei ich sagen muss, dass ich die von Dalton einfach von der Wirksamkeit her bei mir schöner finde. Gerade die Caviar Deluxe ist natürlich so eine ganz wilde Kiste, aber hey. Dann habe ich hier von Maggiano, also von Maxime Giacomo, den Gua Sha Stein jetzt in Anwendung. Tatsächlich. Also wenn ich jetzt auch Masken verwende oder wenn ich auch sehr reichhaltige Serien verwende oder Ampullen, arbeite ich mir das super gerne mit seinem Gua Sha Stein ein. Und das ist schön. Also es ist auch eine schöne Geschenkverpackung. Ich weiß nicht, ob er die noch bei sich oder ob er das Produkt noch bei sich so im Shop hat. Kann ich euch auf jeden Fall verlinken und auch empfehlen. Das ist echt cool. Also solltet ihr noch gar keinen Gua Sha Stein haben und Interesse daran haben, gegebenenfalls mal sowas kennenzulernen, dann unterstützt gerne den lieben Maxim und schaut in seinem Shop vorbei. Da sind dann noch weitere Produkte drin enthalten. Dann habe ich hier ein Intimate Wash aufgebraucht von eCooking. Das ist dieses hier, das mochte ich wohl ganz gerne leihen. Ich glaube, da ist auch, genau, Milchsäure drin. Das ist halt immer super für fürs Unterstübchen. Ne? Aber ganz ehrlich, das von Yessa, diese Schaumgeschichte oder Nivea oder so, tut es halt auch. Ne? Also, ja. Aber wichtig ist halt einfach, dass du nicht damit parfümiertem Duschgel oder so beigehst, wenn du dich untenrum sauber machst. Dann habe ich hier etwas empfohlen bekommen damals, als ich mit meiner Mama shoppen war. Douglas Home Spa, The Lagoon Leilani. Oh, jetzt habe ich mich verschluckt irgendwie. Das fand ich leider gar nicht gut, weil das nicht so geschäumt hat. Das ist irgendwie nicht so mein Vibe gewesen. Da mag ich tatsächlich die von Bilou deutlich lieber. Dann habe ich hier von Clarins Masfeld eine Body Shaping Cream leer gemacht. Das ist diese hier. Die fand ich gut. Ne, aber ob sie jetzt meinen Körper groß verändert hat, keine Ahnung. Ich fand sie auf jeden Fall als Bodycream an sich gut. Dann habe ich hier ein Massageöl leer gemacht, was ich dann einfach für meine Beine verwendet habe. Von Kneipp, glückliche Auszeit mit rotem Mohn und Hanf. Ja, ne? Da nehme ich tatsächlich lieber das von Freiöl, aber wenn man es da hat, kann man es verwenden. Ja, hier kommen wir auch zu Beauty Mates. Das ist halt eine sehr empfehlenswerte Creme. Wenn man die sich pimpen möchte, kann man sich definitiv da auch die Booster mit reinmischen, die es dort im Shop auch zu kaufen gibt. Ne? Also da habe ich jetzt aktuell auch allerhand in Anwendung. Das ist die Hyaluron Cream Boost, 24 Stunden Feuchtigkeitspflege für normale Haut. Sehr empfehlenswert, Leute. Claudi30 gibt euch 30% Rabatt bei Beauty Mates. Ne? Schaut gerne mal vorbei. Dann habe ich hier eine Handseife leer gemacht. Grüner Tee, Bambushandseife von M.A.Sam. Die fand ich sehr angenehm. Das war halt ein schöner Unisex-Duft, der jetzt auch nicht zu aufdringlich war. Also sehr empfehlenswert und halt auch nicht so super austrocknend oder so. Das mag ich immer gerne, wenn das nicht so der Fall ist. Hier habe ich einen Augenbrauenrasierer. Ich weiß nur nicht, wo ich den her habe. Ich weiß, dass ich den aus der Look Fantastic Beauty Box habe. Wie heißt die? The Vintage Company oder so? Weiß ich nicht. Also da tun es genauso die von Evelyn tatsächlich. Ne? Also da muss man sich jetzt nicht unbedingt dieses hier holen. Dann habe ich hier ein Tübchen, das Mabienne Baby Zahnungsgel. Fanden wir jetzt nicht so gut. Also da gibt es tatsächlich bessere. Das von Mami... Irgendwas, keine Ahnung. Finden wir auf jeden Fall ein bisschen besser, wenn es halt generelles Zahnungsgel ist. Das hier ist halt eins von denen, die auch so ein bisschen nach so Kräutern duften, ne? Und damit dann ja auch quasi beruhigen soll. Hat, wie wir das jetzt einfach empfunden haben, bei Julius nicht so funktioniert. Nochmal meine liebste Zahncreme von Elmex leer gemacht. Die Repair and Prevent. Einfach eine ganz, ganz tolle Zahncreme. Hier habe ich noch zwei Sachets von dem Enzympeeling von Dalton. Einfach eine große Empfehlung meinerseits. Die Ampulle Hyalo B5 habe ich hier noch zweimal drin. Genau, die habe ich hier reingeschmissen. Noch mehr Ampullen, also ein paar kleine Sachen sind hier noch. Von Isane das Beauty-Konzentrat AHA-Peeling. Ne? Also AHA-Peelings wirklich nur machen, wenn ihr eure Haut kennt. Oder ab Oktober, wenn die Sonneneinstrahlung nicht mehr so intensiv ist. Das war ganz witzig, weil die Ampulle hat geschäumt auf dem Gesicht, aber du machst sie ja drauf, ne? Lässt das Peeling dann vielleicht so 1-2 Minuten wirken und wäscht es dir dann ab. Und da war der Effekt wirklich gut. Also AHA ist Fruchtsäure, ist halt dafür da, dass die, also das ist so Anti-Aging-mäßig oder Slow-Aging-mäßig. Und dann habe ich von Kyra Gem Resilienze Beruhigen, Stärken, Schützen gemacht. Das hatte irgendwie so Partikel drin. Die fand ich nicht so gut, mochte ich nicht so gerne leiden. So, ein Waschgel von Balea habe ich hier noch. The Most Wonderful Time mit Glycerin. Das war gut, war solide, kann man auf jeden Fall machen, weil letztes Jahr im Adventskalender. War auch eine schöne Reisegröße, muss ich sagen. Dann habe ich hier nochmal von Yves Rocher ein Duschgel mit Raspberry Peppermint, also Himbeere und Pfefferminze. Das fand ich ganz angenehm erfrischend. Ne? Also das war schon ein schönes Duschgel, hat sauber gemacht, gut gerochen und erfrischt. Und als letztes habe ich hier noch ein weiteres Produkt von Kneipp, und zwar Mandelblütenhautzartes Massageöl. Habe ich letztes Jahr auch im Adventskalender drin gehabt. Habe ich auch für meine Beine verwendet.
mochte ich ganz gerne. So, das hier wäre jetzt einfach mal das Aufgebraucht-Video gewesen. Alle Handprodukte sind wieder leer geworden. Ich hoffe, dass ich euch hier auch irgendwie so ein bisschen helfen konnte, dass ich euch vielleicht das ein oder andere Produkt empfehlen konnte oder nahebringen konnte und vielleicht ein anderes Produkt empfehlen konnte, wenn ihr vielleicht drüber nachgedacht habt, euch das zu holen. Hört mal eine Review und denkt euch, nee, lieber nicht, passt nicht so zu mir. Letztendlich ist es so, jede Haut ist anders, ne? Jeder ist ja auch irgendwie anders und ja. Das ist einfach nur meine Erfahrung mit den Produkten. Schaut in der Infobox vorbei, da ist alles soweit verlinkt, was euch interessieren könnte. Ansonsten würde ich sagen, wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.